Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light mit dem Hardy, dem Bram, dem Christian und mir, dem Pedder. Ich habe mir die Tür aufgemacht für die Pralinen. Ach shit, jetzt bin ich gerade am Schloss knacken. Ja, aber da ist nur ein Zombie drin. Schokolade. Alter Junge, den habe ich voll geköpft. Das war voll geil. Sehr gut. Ich habe hier eine Kiste aufgemacht auf einem gegenüberliegenden Dach. Da war bei mir allerdings nur Kaffee drin, also vielleicht. Oh, Kaffee. Vielleicht lohnt sich das für euch nicht so sehr. Das ist der Kühlschrank. Oh, Alter, wie viel Kaffee hier ist. Kaffee, Burger. Ah, hier sind die Pralinen. Wie seid ihr denn da überhaupt reingekommen? Ach, durch die Tür. Und hier in der Ecke ist ganz viel Kaffee. Krass, wie viel Kaffee hier ist. Übertrieben. Ja, ich will auch Kaffee. Gib mir Kaffee. Ich glaube, das war ein Coffeeshop. Haha. Ja, hier ist noch mehr Kaffee. Kuh drückt nicht vergessen, Christian, ne? Ja, ich hab alles. Okay. Das Problem ist, ich geil, Alter, wieder ich meinte da nur, weil du vorhin sagtest, du vergisst gerne mal zu looten. Achso, und ich hab tatsächlich selber vergessen, dass es Kuh gibt. Wir haben einfach One-Hit. Ich wollte nur sagen, dass ich mehr looten muss, weil ich finde halt keine Mullbinden. Oh. Achso. Oh, aber dein komischer Hammer ist gleich kaputt, war Bram. Ja, das sieht man sogar richtig am Hammer selber. Finde ich ganz cool eigentlich. Halt relativ cool, aber keine Mullbinden. Ja, Mullbinden sind noch seltener, die sind auch grün. Alter, was hier gerade alles auf dem Boden liegt, ey. Ich komme aus dem Aufheben gar nicht mehr raus. Alles ich hab die alle gekillt. Ganz viele Metallteile. Aber ich wollte meinen Hammer mal mega Shrine. Ja, der Hammer ist nice, wa? So, lass mich mal kurz gucken. Kann ich den irgendwie wegwerfen? Wegwerfen? Du kannst ihn zerlegen mit Y. Ist doch viel sinnvoller. Dann kriegst du wenigstens noch was raus. Gell? Ich glaube, wir können uns jetzt wieder aufmachen zur Quest. Oh, cool. Geil, erstmal zerlegt. Ja, wie oft ich dir auf den Kopf hauen muss, damit er mal Platz? Das gibt's ja gar nicht. Dann go, oder was? Ja, dann go. Fuck, ey. Ich wollte eigentlich dieses Elektro-Ding aktivieren. Oh, was haben wir denn hier? Was, wie kann man da jetzt nochmal rüber? Ich hab das schon wieder vergessen. Ja, wir können ja auch einfach mal zur Abwechslung durch den Tunnel gehen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo der Tunnel ist. Aua! Doch, da steht ich stehe direkt vom Tunnel. Oh mein, ich bin im Tunnel! Wait. Hier ist bei mir alles auch ein Tunnel. Christian, wir gucken uns einen anderen Tunnel an, ne? Ja, wir laufen etwas längeren Weg. Ja, wobei hier geht's nicht weiter. Der Tunnel ist scheiße. Oh, hier waren Chemikalien. Also ich stehe mit Hardy und wir stehen vor dem Tunnel, wo es durchgeht. Ja, ja. Wir sind durch den falschen Tunnel gelaufen. Ich komme wieder zurück. Ich glaube, der will hier hoch, Bram. Oh, nee, meinst du, in dem Bus ist wieder richtig viel geiler Stuff drin? Weiß ich nicht. Aber da kommen jetzt die ganzen Viecher rein. So, wie komme ich denn zu euch da? Da ist der Tunnel! Alter, kannst du jetzt mal drauf gehen? Hast du jetzt mal den Anschluss zu sterben, du Schlampe? Dann muss ich dir meinen Schraubenschlüssel erstmal ganz tief in den Arsch stecken. Komm, winde dich in deinem Blut, ey. Na, ne, Freunde. Oh, da geht aber Cricket-Schläger erinnert mich voll an Shaun of the Dead, Alter. Alter, ist das so ein schneller? Ja, das ist so ein schneller Zombie. Komm, Platsch! Toter Zombie. Da ist noch einer! Oh. Alter, du hast ihm die Rübe abgeschlagen! Hinter dir, Peter! Ah! Oh oh. Was war das denn jetzt? Okay, weiter geht's. Scheiß auf die. Oh, hier brennt noch einer. Ey, guck mal, was hier. Hier ist so ein Explosionszombie drin. In dem Bus. Cool, mach, hau dem auf die. Jawohl. Oh oh. Oh! Bam! Das ist geil, was für eine rote. Oh, jetzt Wolke hast du die alle angelockt! Ich hab gesagt, du auf den draufhauen. Ja, das passt auch. Sicher. Ist der von Hardy, der Pussy ist jetzt hier. Nix. Ach, komm, dann kannst du mal durch. Ich kann manchmal nicht entscheiden, ob ihr das seid oder ob das so ein Runner-Zombie ist. Guck einfach, ob wir ein farbiges Symbol über unserem Kopf haben. Ja. Nice one. Oh, Peter hat angegriffen. So, weg mit dem. Der ist down. Ja, der ist definitiv. Ah, halt's Maul.
Ich bin da. Ich komme. Oh, warte, ich kann ja mitdrücken. Oh, dieser Stacheldraht. Zack, da bin ich. Oh ja, stimmt. So. Ah, warte, ich muss eben kurz Fähigkeitspunkte verteilen. Ich bin schon lange keine Fähigkeit. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Oh, Parcours ich hab auch Fähigkeitspunkte. Ah, ich kann schneller klettern, das ist aber nett. Halbiert? Okay. Beinbrecher? Das klingt gut. Beinbrecher? Mhm. Ja, ist unter den Ach so, mit dem Reinrutschen, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, voll der Fingerverknoter. Ja, wir werden sehen. Wieso, du brauchst doch nur rutschen und dann... Du musst nur Shift drücken, C drücken, E drücken. Ne, wieso denn E? Für Beinbrecher musst du auch E drücken. Ah, okay, das ist... Ja, sprinten, rutschen und dann zutreten. Ja. Doch voll easy. Jetzt, komm, komm. Ja, warte, ich muss eben hier Dingens... Peter, verknoten sich da die Finger. Ich kann dich heilen, großer Tor, dir geht's gar nicht so gut, wa? Ich heil dich mal. Ja, danke. Ja? Hier, dein Film und die Pralinen. Oh, da wird Mama sich aber freuen. Mama! Ein Hoch auf Gazi! Leute, dann hat er gerade Heil vor Gazi. Okay, dann muss ich wohl durchs Dach. What the fuck? Spacko, ey. Dann gehen wir halt jetzt oben rein. Ja, wie gut, dass wir den Shit gebracht haben, ey. Lex mir doch am Arsch. Hier hätte ich mir so eine, das wäre cool gewesen, wenn man das selber entscheiden hätte können. Ob man nicht von Anfang an sagt, ich will den ficken, den Jungen. Warte mal, wie kommt man denn jetzt am besten hoch? Aber du kannst ihn doch nicht einfach töten, der sitzt doch auf den Vorräten. Ja, genau. Das kannst ja du eben, ihn nicht einfach abzocken? Ich bin ja ein bisschen zu dumm, da hochzukommen, ehrlich gesagt. Oh, na, geht schon. Ja, geil, ihr alle seid. Also hier nicht. Okay. Ja, vielleicht vom Nebendach aus. Naja, das sieht aber zu weit aus, ehrlich gesagt. Oh, ich glaube, ich weiß, wie... Warte mal, kommt ja, von da oben wieder. Ja, von der Brücke so aus, oder? Ja, glaube ich auch. Das, da ist nämlich so ein Geländer, wo du runterspringen kannst. Aber wie kommt man da hin? Nee, von hier aus nicht. Muss man dafür... Auf die Brücke? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Nee. Junge, ich will doch nur aufs Dach. Kann man Palmen hochklettern? Nee. Aua! Durch den Zaun. Alter, die sind hier hinterhergekommen. Die sind hier reingekommen. Vorsicht, Leute, da kommen Zombies hin. Naja. Muss jetzt im Ernst auf die Brücke drauf? Oh, die hat's gekillt. Nice. Ja, gute Frage. Wie kommt man denn da hoch? Scheiße. Oh, ich hab keine Arme mehr, das ist aber ärgerlich. Warte mal. Nee, oder? Nee, da habe ich mich vertan. Ja, genau, wo. Oh! Da, wo Bram gerade rum ist, da würde ich auch. Ja, nee. Na, Mann, ich muss das noch ein zweites Mal probieren. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht doch funktioniert. Sieht schon so aus, oder? Sieht aber voll weit aus. Geht tatsächlich. Oh fuck, ich bin mega daneben gesprungen. Ja dann. Ich bin tot. Kann mir jemand helfen? Ja. Also ich bin da wieder runtergefallen. Musst du definitiv nicht. Nee, nee, man muss unten über so ein Geländer fahren. Ouch! Kann mir mal einer helfen, bitte? Ich bin unterwegs! Ouch, ouch, ouch. Das hat wehgetan. Dankeschön. Also da musst du echt so einen geilen Parcours jetzt jumpen, das finde ich eben. Ja, fett. Weißt du, was eigentlich total bescheuert ist, warum springen? LOL! Guck mal, was Tadi da macht. Ja. Ist das was hat Tadi gemacht? Was hat Tadi Junge. Ich sehe aber nicht mehr... Ah doch, ich kann noch ein Stück. Nee, geht nicht mehr, aber ich kann da hinspringen. So. Boah, da kommt auch so drüber. Ja, und jetzt? Ach, hier so, drüber. Hier drüber. So, und dann hier runter. Wo bist du, Christian? Ich bin auf die Brücke gegangen, aber du kommst von der Brücke nicht runter. Oh, und jetzt darüber? Los. Ja, aber... Ich brauche nochmal Hilfe. Was sind solche Dinger, du Bob? Ich brauche nochmal Hilfe. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie ich da runterkommen soll, ohne zu sterben. Das ist ja vielleicht Christian, ich müsste in der Nähe sein.
Christian, mein Retter. Was willst du nicht hier trinken? Vielleicht. Komm, Peter, gib mal Gas. Ja, weiter geht's. Wir müssen übernommen. So, ja, wir sind halt jetzt auch. So, komm mit. Da. Ach, da hinten lang. Oh, jetzt quasi aufs Dach springen. Oh, aua. So. Ja, okay, jetzt. Ah, hier ist sogar, noch eine Truhe. Ja, kann ich da jetzt mal rüber? Gucken, wie gut Hardy im Schlösser knacken ist. Oh, das ist schwer. Mal gucken, wie gut Hardy im Schlösser knacken ist. Ja, easy. Nice one. Boah, schon wieder so ein Scheißhammer, ey. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Ich hab ein kurzes Messer exquisit gekriegt. Ach Gott im Himmel, ey. $700 ist das wert? What the fuck? Lol. Das macht kaum Damage. Lol, der ist 1121 wert, der Hammer. Ja, aber den kriegst du ja nur... Lass mal beschweren. Ja, den kriegst du aber wahrscheinlich, der ist zwar so viel wert, aber den kriegst du wahrscheinlich bei dem Händler für 20 verkauft oder so. Das war ja bei Dead Island doch auch so. Nur weil der so viel wert ist, hast du dich dann für den Preis verkauft, Chris, oder? Ja, das stimmt. Das fand ich cool, das war mal was Neues. Das fand ich auch cool. Christian, du kannst da noch über Rohre laufen, ne? Ja. Jo. Genau. Sogar mit Scheinwerferlicht. Achtung, hier spricht die Polizei! Boah! So, wie kommen wir jetzt da rein? Achso, ja, wieder die Tür. Was soll jetzt hier drin sein? Ey, wenn schon mal die Mama ist so ein komischer Zombie. Ja, das ist dann aber von Diablo geklaut. Ja, das gab es bestimmt auch schon vor Diablo. Das gab es das erste Mal. Ja, das ist das allererste Mal. LOL! Das ist die Mama. Der Film läuft. Mama will zu. Holy shit. Das ist strange. Doch kein Zombie, siehst du? Ach, ich hab die Kampflöser eingesammelt, die lagen hier rum. Was hast du eingesammelt? Hier ist eine Nachricht, by the way. Ja, wow. So, was hast du noch eingesammelt? Ja, den Kampflöser, den Questgegenstand. So, Moment, was können wir mit dem labern? Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Ja, wir können ja trotzdem mal mit dem labern. Ja, klar. Ist Mama happy? Ja, Mama ist total happy. Gazi hat Pralinen und den Film besorgt. Dann werde ich mir die Medizin für meinen Freund nehmen, ja? Okay. Mama hat keine Anfälle mehr, seit ihr Kopf ein Kürbis ist. Die Medizin liegt da auf dem Tisch. Ja, danke, Gazi. Gazi macht alle Leute happy. Ein Spacko. Okay. Warte, ein Spacko. Was hat er denn da für Filme geholt? Charlie... Ach ja, stimmt, Charlie war ja vorgegeben. Ja, ohne Spaß, Charlie hat 1, 2, 3, 4 Oscars gekriegt. Nice. Da drauf. Gibt es jetzt sowas wie schnell bewegen irgendwo hin? Ne, es gibt kein schnell teleportieren, ne? Irgendeiner, wir müssen tatsächlich bis dahin laufen. Ja, aber wir machen jetzt erst Rais vorstellen, oder? Das ist doch gut. Stimmt, das ist eine gute Idee. Wir laufen jetzt nicht erst zum Turm zurück, oder? Diesen Teleportieren-Kram eh nicht so geil, weil ich meine, normalerweise ist das gleich wie bei Far Cry. Normalerweise passiert ja auf dem Weg der meiste Kram. Ja, das stimmt eigentlich. So, aus dem Dach. Boah, das mit dem schneller Klettern ist auf jeden Fall angenehm. Ja, der war nicht so zügig vorher, wa? Ey, guck mal da. Welches Level seid ihr jetzt? Ich bin Level 6. Der lebt noch. Also, im Moment, bei welchen Sachen denn? Ja, bei was hast du denn Level 6 gesagt? Bei Flinkheit. Oder wie dieses Ding heißt. Ja, jetzt können wir einfach über die Dächer drüber laufen. Ich glaube, der kann irgendwann auch noch schneller irgendwie bringen. Ich komm da nicht hoch. Du kommst nicht über die Becher? Becher. Dächer. LOL. Was ging denn mit dem Zombie ab? Da habe ich echt jemandem die Beine gebrochen. Echt jetzt? Kann er nicht mehr aufstehen? Nicht schießen! Alter! Ich will Rais sprechen. Stimmt, der kann nicht mehr aufstehen. Ey, habt ihr da gerade eine Zwischensequenz? Ja, aber ich habe nichts aktiviert. Ich bin einfach nur in die Richtung von so einem Gebäude gelaufen. Es geht um ein Geschäft. Das geht nur Rais was an. Nicht seine Handlanger.
Ich will denen auch die Beine brechen können. Ja, lass mal auf Christian warten hier. Ja. Wo lernt man das denn? Wendigkeitsstufe? Ah ja, Beinbrecher, Level 6. Mega geil. Ah, fuck. Ja, das ist aber nicht, das ist nicht unbedingt intuitiv, sag ich jetzt mal, ja? Alter. Ab mit dem Kopf! Oh, mit Level 7 kannst du Dropkick-Bombe machen. Da kannst du, glaube ich, wahrscheinlich mit Dropkick sogar killen. Man kann den auch so mit einem Dropkick killen. Ja, aber da musst du schon ein paar Mal draufhauen. Ja, das auf jeden Fall. Hat da gerade wieder Stiefelkreis? Oh ja. Ja, aber der hat sich auch schlecht benommen, der Typ hier, ja? Ja, okay, dann. Das geht ja nicht. Ja, aber cool. Arme und Beine kann man immer noch nicht abmachen. Ja, da musst du, brauchst du ein Messer für wahrscheinlich. Der hatte schon keine Arme mehr. Achso, warte, ich hab ein Messer. Warte mal ganz kurz. Wir hatten ja schon. Ja, vielleicht brauchst du dafür was Größeres als ein Messer. Eine Axt oder ein Schwert oder sowas. Ja, das stimmt. Oder nicht? Nee, da brauchst du wahrscheinlich. Ich hab ein Schwert. Hast du ein Schwert? Oh ja. Das geht nämlich nicht mehr. Nein, ja, das geht nicht. Ey, du hast so ein Ding, was die Orks haben. Die Urukai. Ja. Weißt du noch, in Dead Island in Dead Island sind wir doch immer hingegangen und haben den Dicken, haben wir doch immer die Arme abgeschnitten, damit die sich nicht mehr wehren konnten. Ja, stimmt. Ja, schade, ey. Aber ich frage mich, ob das daran liegt, dass sie diese Funktion generell nicht mehr haben oder ob wir irgendeine zensierte Variante haben. Ja, das ist eine gute Frage. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? Okay, man ist schon ganz schnell im Messer. Ab in den Stacheldraht. Ich bin da reingejumpt, ja? Ich sehe halt keinen Unterschied da drin, ob wir jetzt dem die Köpfe abschneiden, ja? Oder die Arme und Beine also warum sollte man das eine zensieren und das andere nicht? Ja, das eine ist viel brutaler. Ja, auf jeden Fall. Das mit den Armen und Beinen hat ja wirklich noch so eine Taktiksache. Also wir haben das ja wirklich gemacht, damit die nicht mehr zuschlagen konnten. Das stimmt allerdings. Das haben wir nicht aus Spaß gemacht. Nur aus taktischer Sicht. Gehen wir rein? Ja. Klopfen. Welcome, Friend. Sprich, Freund, und tritt ein. Merlon. Ja, was ist los hier? Warte auf andere Spieler. Ja, wir warten jetzt gestern gerade. Hui, da kommt er. Ja, da kam gerade so ein Dicker, da hab ich mir gedacht, okay. Hallo. Oh, cool. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Oh geil, voll die IS hier, Dinger. Von mir oder gerichtet. Von dir aus gesehen. Alter. Also der kann neben den Arm packen. Unfair. Du siehst wie einer vom Tor. Jetzt höher gelevelt. Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich. Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Jetzt, der dreht uns zurück. Das ist ein Abschlachten. Oh, geil, meinst du, man kann die Hand als Waffe nehmen? Das will ich haben, das Ding. Ich will das auch haben. Ich will die Hand haben. Ich will mit den Hand... Oh, geil. Rostiges Schilfmesser. Ja, hammer geil. Habt ihr das genommen? Ja. Das ist ja komisch. Also ich konnte das auch nehmen. Geht ja gern so eine Waffe. So eine von den 200, die hier rumliegen. 40 Schaden macht das. Das ist mehr als alles andere, würde ich haben. Ja, warte mal, dann habe ich vielleicht was für dich. Ja, das Messer habe ich jetzt, also die Machete habe ich jetzt genommen. Achso, die hast du auch genommen. Hier, so ein MG hätte ich gerne. Ja, ohne Spaß, die liegen hier einfach rum, ey. Ja, aber werden von den Typen hier bewacht. Ich glaube, wenn du da die Fick... Du weißt ja, was passiert, wenn du da dir so ein Ding wegnimmst. Ja, warte, die haben auch nur Baseballschläger. Guck dir die doch mal an, ey. Mit wem müssen wir jetzt hier eigentlich reden? Achso, hier an der Tür, oder was? Oh ja.
Die Base ist voll cool. Scheint sehr sicher zu sein. Ja, wir sollten uns denen anschließen. Scheiß auf den Turm. Getroffen. Jade hat recht. Was? Die haben halt Waffen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Oh. Oh, ja, Shop. Shop ist gut, vielleicht haben die Schusswaffen. Die sehen alle nett und freundlich hier aus. Ja, eben, das sind alles Bros, nee, ey. Noch nicht mit dem hier reden. Ich würde doch nie verstehen, wann endlich mal Spiele gibt, Alter, wo man endlich aus Fenstern gucken kann. Sachen. Klassischer Baseballschläger. 58 Damage, oh, das ist eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt, ne? Ich glaube, ich kaufe mir den mal. Das ist ganz viel, ja. Kurzes Klappmesser. Das Brecheisen macht natürlich, Alter, 91 Schaden, er leckt mir am Arsch. Aber erst mit Level 7. Naja. Kaufe ich mir den Baseballschläger, kaufe ich ihn mir nicht. Hm. Die Frage. Nee, ich spare, glaube ich, noch ein bisschen. Wie viel Geld hast du denn? 3847. Hast du deine Wertgegenstände verkauft schon? Ah, warte. Weil da dürften noch mal so 2000 zukommen oder so. Ich habe 7000 gerade. Alle Wertsachen verkaufen. 2150. Ja, komm. Meinst du nicht? So einen geilen Baseballschläger? Ja, ist doch drin, oder? Würde ich sagen. Klar ist er drin. Wie gesagt, komm. Was willst du mit der Kohle sonst machen? Ja, hab ich gekauft. So. Macht auch neben, ja, genauso viel Schaden wie mein Polizeischlagstock. Ja, das war verschwendet. Ich finde das auch schade mit denen. Oder dass man irgendwie sich kaufen kann, dass man eine Waffe irgendwie noch ein paar Mal verbessern kann, weißt du? Man kann das lernen. Das habe ich schon gelernt. Ja, du kannst lernen, ja, dass die sich weniger abnutzen, ja. Nee, du kannst auch lernen, dass du die viel öfter reparieren kannst. Das so? Geht denn das? Ja. Und zwar, ich glaube, unter Überleben, kann das sein? Fähigkeit. Reparaturkünstler. Werden Sie ein besserer Reparateur? Beim Reparieren einer Waffe wird oft der entsprechende Slot nicht aufgebraucht. Oh ja, stimmt. Das habe ich schon gelernt. Das muss Level 7 sein. Scheiße, das bin ich noch nicht. Ja, das gut. Das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Ja, das stimmt, Christian. Das kannst du ja theoretisch machen. Ja, das würde ich auch machen. Darf ich mit Karim reden? Das ist ja gar kein Problem. Nee. Mit Karim. Nee. Mit Karim reden wir nächstes Mal. Mit Karim reden wir nicht. Naja, haben keinen Bock. Lass mal hier stehen bleiben einfach. Lass mal einfach mal stehen. Warum können wir die eigentlich nicht treten, Junge? Warum kann man hier nicht treten? Wieso kann man hier. Weißt du, hier ist eine Packung Thunfisch. Nee, Ham. Polish Ham. Hier gibt's Fleisch. Weißt du, sollten wir da rausgehen, die Waffen nehmen und alle niedermetzeln? Ja, Mann! Drauf geschissen, ob der uns die Hand abhaut, weißt du? Guck mal, wie viele Stockwerke dieses Haus hat. Wieso können wir uns die anderen Stockwerke nicht angucken? Was ist das hier eigentlich für ein Scheißspiel? Okay. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder um 16:30 Uhr mit Let's Play Dying Light. Tschüss!